mit Sack und Pack ab ins Vergnügen. Mit der Bahn erstmal zum Frankfurter Flughafen, denn es geht jetzt ab nach Thailand. Euch nehme ich mit. 3 Tage auf Koh Samui, dann schnurstracks nach Koh Tao. In der Tarnot Bay, genauer gesagt im Diamond Beach Resort, fühle ich mich wie im 7. Himmel. Ich lernte noch Esther mit ihrer Tochter Bo kennen, mit denen ich einen ausgewachsenen Wolkenbruch überstand. Anschließend wurde nicht nur das Licht paradiesisch. Der neue Tag soll mit etwas ganz Besonderem beginnen. Ich hatte mich bereits zu Hause irrsinnig darauf gefreut. Ich will erfahren, wie sich meine neue GoPro unter Wasser verhält. Sie soll ja angeblich bis zu 10 Meter Tiefe ohne Schaden überstehen können. Gute Idee. Nix wie rein ins badewannenwarme Maritime. Mann, bin ich gespannt. Flossen sitzen, Haut eng, wie soll, Brille und Schnorchel auch. Wow, die Kamera lässt sich ja unter Wasser besser führen, als ich es je für möglich gehalten habe. Bin gespannt auf die Bilder, die sie liefert. Doch plötzlich, was ist denn das? Ein extrem seltener, riesengroßer Parrotfischschwarm zieht durch mein Bild. Wow, sowas habe ich hier noch nie. Was sage ich, habe ich bisher noch nirgends gesehen. Ich vergesse völlig die Kamera. Parrotfische, zu Deutsch Papageifische, tauchen eher vereinzelt, als Paare oder in sehr kleinen Grüppchen auf. Es ist nicht wirklich erforscht, ob sie sich wie hier zu einer Fress- oder gar zu einer Paarungsorgie versammeln. Mit ihren ausgesprochen stabilen Zähnen weiden sie die flache Pflanzendecke an den Kalkoberflächen der Korallenriffe ab, futtern aber auch lebende Korallen. Durch diese Ernährungsweise tragen die Fische erheblich zu einem gesunden Leben der Riffe bei, schaffen dadurch sogar die Grundlage für neues Wachstum der Korallen. Jetzt aber erst mal raus. Sowas kann man nicht toppen. Muss mich erst mal sortieren. Als ich zurückstolziert bin, hat Sally, meine neue Nachbarin, dieses Foto gemacht. Irgendwie selig, der Werner. Doch jetzt muss ich erst mal ein wenig runterkommen, denn ich habe heute viel mehr vor und Sally mischt damit. By the way, sie hat morgen Geburtstag. So, jetzt gehen wir in die Stadt, in das Dorf, besser gesagt. Es geht darum, heute Bart zu ziehen, einen Geburtstagscookie für Sally zu erstehen. Ich gucke mal nach ein paar Sandalen. Die ich jetzt habe, die ich 2007 in Bangkok erstanden habe. Immerhin schon fast 20 Jahre alt. Daher löst sich die Sohle hinten. Da muss ich mal gucken. Und vielleicht ein anderes T-Shirt. Ich kann gar nicht so schnell waschen, wie ich hier das Zeug durchschwätze in dieser Regenzeit. Hier hängen sie, meine nassen T-Shirts. Ab mit dem Taxi nach Meerhardt, dem Hauptörtchen von Koh Tao. Da bin ich angekommen und da geht's am Ende auch wieder weg. Übrigens, die gesamte Insel ist ca. 21 Quadratkilometer groß und es leben gerade mal 5000 Einheimische da. Touristisch ist die Insel sehr beliebt. Erfreulicherweise hat sie dennoch ihren ursprünglichen Charme behalten. Ihr werdet's nicht glauben, um die 7 Minuten braucht man bis hierher. Sally und ich fassen für euch das Wesentlichste unserer Shoppingtour einfach mal zusammen. So Sally, tell me, how was the day today for you? It was great. It was a very successful excursion, Werner. We had seafood, which was very good. Das Beste, was ich hier auf der Insel gegessen habe, das war genau hier. Da hinten kann man das Meer sehen. Yes, it was delicious. And I probably got some of my teeth. And what we more did more? Well, you bought a T-shirt. A very, very fucking nice T-shirt. I show it later. And you bought 2 pairs of shoes. Aber warum 2? Nun, das andere Paar habe ich vor, zu Hause meinem Filius aufzuzwingen.
als Mitbringsel. And I got a sarong. Nice. Very nice. You like it? I love it. I think it's very beautiful. And we also bought some supplies for my birthday, which is tomorrow. I will be 50. Ooh, what a young girl. 50. I'm 50 years forward. She never will reach me. And but the aunt who went where we went, I think it's called 7-Eleven. And what you brought there? Yes. I brought some Thai rum to go with Coca-Cola tomorrow for my birthday. She brought Thai rum, she brought. And birthday cake in the form of banana cupcakes. We've got 6 of them. And now I show you where we bought something special. You follow me? Yes. We bought a brownie, a very special brownie for my birthday tomorrow. Gerade habe ich festgestellt, gleich werden wir wieder Besuch kriegen. Schaut mal. Nix wie zurück. Wasser von oben. Noch einmal schlafen, Sally. Dann ist Party. So, heute wird Geburtstag gefeiert. Sally macht sich offenbar gerade irgendwie schick oder sowas und dann kommt sie und dann wird dann Mama was Süßes zu uns nehmen. And here she is. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, little Sally. Happy birthday to you. Thank you very much, Verna. Here we are. Here we are. In the paradise, yes. Isn't it? Yes, it is. It will also be paradise, but a different kind of paradise, perhaps. Paradise in paradise. Yes. Paradise in paradise. Dieser Brownie ist mein Geburtstagsgeschenk. Dass ich auch davon nasche, ist etwas ganz Besonderes und äußerst Seltenes für mich. Früher nicht, heute ja. Ding, 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 ding. Na, wenn ein 50. Geburtstag nichts Besonderes ist? Ein Belegfoto zeigt, so richtig ungut fühlen wir uns am Ende beide nicht. The way I walk. So kann sich ein Brownie personifizieren. Einer vor, die andere hinter der Kamera. Wir haben den Platz gewechselt und sind jetzt in unserer Mensa, in unserer Kantine. Und wir haben den gerade bestellt. Die Sally hat mich überredet. What is a banana and chocolate pancake? Zu essen, sie meinte, das ist das Beste, was es auf der Welt gibt. Sie hat sich das bestellt und hat sie gemeint, Werner, dass ich das auch bestelle. I'll give up. And like the orders work here, you write down what you want, and I wrote down exactly the same Nachspeise, how Nachspeise, it's dessert, like she has. And I said, one burner too much. And that's what she said. One burner too much. Ja, wo es zu spät ist, ihr Leute. Schaut mal, da wäre es fast zu spät gewesen. Hat sie da, die da jetzt gerade an. Das sind die Banana Chocolate Pancake. Also wenn sie es verspricht, dann stimmt es auch. Himmlisch. Himmlisch. Wirklich. Himmlisch. Himmlisch. Das Typischste eigentlich daran ist diese Schokoladensoße mit einem ganz, 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 ganz speziellen Geschmack. Und die liftet das Ganze noch natürlich zu dieser himmlischen Speise. So, Verna, are you going to be eating pancakes with chocolate and banana every day now? For sure. Yeah. But I don't know if I do. Weil die Kilokalorien, das wären zusammen ungefähr 850 Kilokalorien, mehr als ein Snack. I was thinking about writing in this menu here, in all of them, behind this pancake with chocolate, himmlisch, heavenly.
heavenly, himmlisch. And this is banana smoothie and rum, Thai rum, and it's delicious. Her own quantity. My own quantity. Yeah, yeah. Sweets and the own quantity, das ist immer so eine Sache. Ein weiteres Mal haben wir die Location gewechselt und es geht, wie sollte es anders sein, wieder ums Mampfen. Allerdings mächtig forciert durch einen gewissen Fressdrang aufgrund des Brownies. And here comes the stuff with the menu. Und da wir gerade bei Dienstleistungen und Services sind, es gibt hier in der Tannot Bay insgesamt 5 Ressorts. Vom Meer aus betrachtet, von rechts nach links, das sogenannte Family Resort nicht so mein Fall. Das in der zweiten Folge erwähnte Montelay das auch nicht. Das Diamond, in dem ich immer wohne, das Poseidon, wo wir gerade sitzen, und das Mountain Reef Beach Resort. Darüber hinaus gibt es 6 Restaurants. Eins davon befindet sich hier direkt nebenan, die Lai Beach Bar. Sie ist familiär an das Poseidon gebunden, die Schwester betreibt es. Hier ist mir einmal aufgefallen, dass sich das Essen teilweise unterm Tisch befindet. Nicht lange, wie ich vermute, denn ich habe dort meist Chicken zu mir genommen. Aber zurück. Als hätte Sally tatsächlich Appetit, studiert sie die Karte. Warum nur? Verschmaust sie doch stets dasselbe. Ich übrigens auch. That's the way we walk. Genesis lässt grüßen. Warten aufs immer gleiche, sabbeln über Erlebtes. The really pointy fish. Uh-huh. Like that. I saw a shoal of them today. Or if you like to say it, a swarm of them. But a shoal of fish today I saw with long pointy noses. Directly under the... Yes, yeah, under this, the surface. I love seeing them. The German name is Hornhecht. As far as I know, Hornhecht. Hornhecht. Und dann, wie an jedem Abend pünktlich gegen 7 Uhr, wird es laut, sehr laut. Da legt er los, der von mir so benannte Brüllkäfer, die Zikade. In meinen Ohren hört sich das Zirpen an wie ein Heavy-Metal-Konzert. Hört nur. Heavenly. Es schlägt die sogenannte Blue Hour, die blaue Stunde. Und weil sich diese Zeit dermaßen malerisch präsentiert, zeige ich euch den Ort, an dem wir uns gerade befinden, ein klein wenig ausführlicher. Was für eine Stimmung. Und die gehört zur Romantik hier in meiner geliebten Tannot Bay einfach dazu. Während sich langsam die Liebesgesänge der Zikaden verflüchtigen, verschmausen wir ohne Hunger das, was wir haben wollten, und der Vollmond zieht auf. Bekommt ihr auch Gänsehaut? Ja, so geht's zu auf den für mich schönsten Flecken der Erde. Und in der nächsten Folge sage ich Sally Lebewohl. Ich beobachte eine wilde Versammlung ortsansässiger Eichhörnchen. Ich bin zum allerletzten Mal schnorcheln und ich verabschiede mich schweren Herzens von meiner Traumbucht. Es geht also weiter, freut ihr euch auch? Tschüss!